Viktor? Mama und ich, wir müssen fahren. Vertragt euch, ha? Huh? Endlich. Freiheit. Und wenn irgendwas sein sollte, geht ihr runter zu Frau Debisch. Aha. Friedrich Debisch. Das war Onkels Büro. Ist abgeschlossen. Das bleibt auch so. Papa hat dir doch gesagt, dass du in dem Zimmer nichts verloren hast. Tagebuch von Cecilia LaRoche. Cecilia, das war Onkels Tochter. Sie ist mit 11 Jahren gestorben. Die Zeit läuft ab. Die Augen funkeln. Das Krokodil führt dich hinab. Mein Geheimnis liegt im Dunkeln. Was ist dein Geheimnis, Cecilia? Das Abenteuer beginnt. Was machst du hier unten? Sie wohnen noch nicht lang genug hier, um zu verstehen, wie alt und wie gefährlich dieses Haus ist. Das Geheimnis wird gelüftet. Er war ein Einbrecher. Gestern habe ich ihn im Spiegel gesehen, aber er hatte eine Schlumpfmaske auf. Hast du dir vielleicht nur eingebildet, hm? Ich weiß, wonach der Einbrecher gesucht hat. Das habe ich in deinem Schreibtisch gefunden. Cecilia. Der Einbrecher will nicht, dass ich das Geheimnis lüfte. Oh, was soll denn das? Deswegen habe ich ihn nicht erkannt. Der hat eine Strumpfmaske auf. Sag mal, ist das mein Strumpf? Ja, der riecht echt übel. Nach dem Bestseller von Helmut Ballert. Fordere mich nicht heraus, Junge. In ihrem Tagebuch sind noch mehr Spuren versteckt. Vielleicht komme ich so hinter ihr Geheimnis. Das Haus der Krokodile. Viktor? Ich bin aus dem Bett.